geschossen und vielleicht geht es wieder aufwärts. In Donawitz, da wurde vor dem Spiel gegen Rapid die vergangene Saison beschworen. Nicht nur, weil es da zwei Siege gegen die Hütteldorfer gegeben hatte, sondern auch, weil der Vorjahrstrainer, nämlich Miklavic, nun neben Hans Kranke auf der Rapidbank sitzt. Die im Vorjahr doch recht erfolgreiche Mannschaft von Milan Miklavic hat aber gegen Rapid keine Möglichkeit, einmal in der Anfangsphase Selbstvertrauen zu tanken. Ab der ersten Minute spielt nur ein Team in Donawitz und das ist Rapid in den grün-weißen Dressen in der ersten Hälfte von rechts nach links. Das ist Almer, der den verletzten Krenn im Tor der Donawitzer ersetzt. Bei Donawitz fehlen 5 Stammspieler. Die Abwehr mit einer Verlegenheitsaufstellung von Trainer Struppert. Flanke von Gaga, kurze Abwehr von Wagner war das. Erster Eckball nach knapp 2 Minuten für Rapid. Andreas Herzog bringt den Ball eher flach zur Mitte. Weitschuss von Gaga, abgefälscht und führt auf. 1 Minute 50 exakt sind gespielt und Rapid führt durch dieses Tor von Jan Auge Fjordhoff mit 1:0. Der Weitschuss von Gaga, abgefälscht von einem Donawitzer Abwehrspieler und Fjordhoff mit dem frühen 1:0 zum Jubel der vielen mitgereisten Wiener Schlachtenbummler unter den knapp 4000 Fans im Donawitzer Stadion. Oliveira, schlechter Rückpass, Metlitzki und Wagner rettet hier. Es gibt einen Eckball für Rapid, den zweiten, diesmal von der linken Seite. Und hier bringt Gaga den Ball zur Mitte. Fjordhoff, 2:0, knapp 4 Minuten sind gespielt. Zweites Tor von Jan-Auge Fjordhoff hier in der Anfangsphase dieses Spiels und Riesenjubel bei den Spielern. Fjordhoff hier ungedeckt. Die Donawitzer Spieler kommen mit dem Abwehrkonzept, das ihnen ihr Trainer Struppert mitgegeben hat, einfach gegen die gut postierten Rapid-Angreifer nicht zurecht. Der nächste Eckball, dritte Ecke in der Anfangsphase. Wieder Herzog von dieser Seite und da patzt Torhüter Almar Kinast, der den verletzten Schöttler setzt. 3:0 für Rapid, 5,5 Minuten sind gespielt und das Spiel ist bereits entschieden. Torschütze Reinhard Kinast, gut gezirkelt der Eckball und der Fehler von Torhüter Almar. Da kann sich der Rapid-Anhang berechtigt freuen. Die Rapid-Mannschaft heute ja ohne die verletzten Salaba und Schöttl. Kinas, das habe ich schon erwähnt, spielt in der Abwehr. Und der zweite Mann in der Abwehr, der neu ist, ist Hartz. Das ist der erste Schuss nach knapp 10 Minuten abgegeben vom blonden Leb. Aber kaum Akzente der Heimmannschaft, der Steirer, die nicht in der Lage sind, auch das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Ganz im Gegensatz dazu Rapid. Herzog. Schöner Alleingang, aufgelegt der Ball für Franz Weber und Almer diesmal mit einer guten Abwehr. Sorgenfalten bei Trainer Struppert. Das Konzept, das er der Mannschaft mitgegeben hat, geht ganz und gar nicht auf. Herzog, aufpassen auf diese Attacke von Oliveira an Herzog. Schiedsrichter lässt weiterspielen, Schiedsrichter Katzer aus Salzburg, aber schauen wir uns diese Attacke noch einmal in der Zeitlupe an. Oliveira, und das sieht ganz nach Elfmeter aus, aber es gibt keinen Strafstoß. Spiel geht weiter. Nach wie vor steht es 3:0 für Rapid. Auffinger, der noch immer seiner guten Vorjahrsform nachläuft. Es gibt seinen Freistoß aus gut 25 Metern Distanz für die Donawitzer. Peintinger, wuchtiger Schuss an die Latte und im Nachsetzen Oliveira. Das erste Tor für die Donawitzer aus der ersten Möglichkeit eigentlich, denn der Weitschuss zuvor von Leb hat nichts eingebracht in der 16. Minute. Also erstes Tor für Donawitz durch Oliveira. Fjordhoff, der elegant gemacht hat, hier Wagner aussteigen lassen und auf der Linie gerettet von Rupp, der trotz einer kleinen Blessur heute mitspielt. Wieder eine ganz große Möglichkeit und die Verunsicherung in der Abwehr war in dieser Situation bei den Donawitzern klar zu sehen. Oliveira. Wieder einmal ein schlechtes Abspiel. Herzog. Guter Pass auf Franz Weber.
Er kann nicht gestoppt werden, 4:1. Ein sehenswertes Tor hier nach diesem Alleingang von Franz Weber. Idealpass von Herzog. Und die Abwehr unaufmerksam. Fuchsbichler kommt hier zu spät, versucht noch Franz Weber am Leibchen zu zerren, aber der hebt den Ball elegant über Alma ins Tor zum 4:1 in der 39. Minute. Alles entschieden in Donnerwitz, aber Rapid hat noch nicht genug, spielt weiter aggressiv, die Donnerwitzer mit wenigen Kontermöglichkeiten. Gut steht die Abwehr von Kienast und Petzl organisiert, der junge Herz. Schlechter Rückpass einmal, Stankovic, und der Ball ist im Tor. Gut gesehen von Stankovic, dass Herz diesen Rückpass auf Kienast zu kurz gelassen hat, und ein schöner Heber vom Donnerwitzer Kapitän. Er bringt den zweiten Treffer eine Minute vor dem Seitenwechsel. Spielstand jetzt 2:4 aus Sicht der Donnerwitzer. Nichts ist bei den Steirern mehr vom aggressiven Mittelfeld zu sehen, das im Vorjahr in Donnerwitz für viel Furore gesorgt hat. Anstelle dessen spielt Rapid sehr aggressiv im Mittelfeld, kämpft um jeden Ball. Das ist wieder Hatz, energischer Vorstoß, der Ball kommt zur Mitte, Alma zögert hier im Herauslaufen, Herzog, kurze Abwehr von Alma und Fürthoff, Tor, 5:2 in der 46. Minute, das dritte Tor von Jan-Arge Fürthoff. Enttäuscht geht Struppert mit seinem Vorgänger Miklavic hier in die Kabine. Das Geschehen nach Seitenwechsel ist in einem Satz abgehandelt, Rapid nicht mehr so konzentriert, nicht mehr so aggressiv, und die Steirer trotz Kampfgeist zu schwach, um eine Wende herbeizuführen. Vergeben viele gute Möglichkeiten. Es bleibt beim klaren 5:2 Sieg von Rapid in Donnerwitz. Bis zur Pause haben wir klar geführt. Und wenn man gesehen hat, wie viele Chancen wir außer die Tore noch herausgespielt haben, es hätte können zur Pause weit höher stehen. Noch dazu, wo beide Tore individuelle Fehler von unserer Mannschaft waren, die ganz einfach einmal vorkommen können. Heute sind sie Gott sei Dank nicht zum Tragen gekommen. Wir haben uns auf die in der Vorbereitung auf diese Eckbälle und Standards von Rapid eingestellt, und ein Spieler hat dort zweimal kläglich versagt. Ja, und der Jan-Arge Fürthoff hat sich wieder einmal als exzellenter Torjäger gezeigt. Für St. Pölten